zu unserem Jubiläum. Ich suche den Mond. Aber ohne Megafon darf ich auch was sagen. Diejenige, ohne die der Weihnachtsmarkt nicht. Ja, aber Buschkowski stört mich. Und deswegen, liebe Hexe. Buschkowski müsste meiner Meinung nach auch nicht hier sein. Haben wir einen Präsentkorb gefunden, der ist auch 40 Jahre alt. Ja, leider. Aber das kann man doch ändern. Wie machen wir denn das jetzt? Wollen Sie mal kurz was mit dem Megafon sagen vielleicht? Wollen Sie mir mit dem Megafon einen Platzverweis erteilen? Können wir das kurz machen? Sie sagen mir jetzt einfach einen Platzverweis. Wollen Sie nicht einen Platzverweis aussprechen? Keine Gewalt! Nee, ist doch keine Gewalt. Das ist, nein, tut er auch nicht. Das ist hier ein fruchtbarer Dialog, der hier stattfindet. Entschuldigung, jetzt seid doch mal ruhig. Ich kann den Herrn Buschkowski gar nicht verstehen. Ja, die trillern hier rum. Ich will hören, was der Herr Buschkowski sagt. Das ist doch eine Frechheit. Wir sind hier doch nicht in Istanbul! Was soll das denn heißen? Wollen wir jetzt hier noch irgendwelche faschistischen Kommentare loswerden? Nein, wer soll das machen? Ja. Der soll die faschistischen Kommentare loswerden. Nein, macht er ja schon. Ich möchte gerne Ihre Dienstnummer haben. Das wird ja. Bürgermeister dazwischen pfeifen? Nein, hier von dem Herrn hätte ich gerne die Dienstnummer. Also, Sie kennen doch die Dienstanordnung, oder? Mit den Nummern. Naja, hat er nur die getragen oder nicht? Er hat keine Nummer getragen. Nee, wenn er keine Nummer hat, dann trägt er seinen Namen. Nicht? Entweder so oder so. Er hat seine Nummer nicht gesagt. Also, er musste mir ja sagen. Er hat es nicht getan. Also weiß ich nicht. Also wenn ich die trage, muss hat er, ich also nicht wir haben ja als seiner Dienstnummer gefragt, er hat sie mir nicht gesagt. Ja. Er hat sie nicht an aber dem... Aber wenn er sie trägt, hat sie natürlich getragen. An der Flauschstelle, so heißen die Dinger ja, ist er nicht dran gewesen. Sie sind ja informiert. Natürlich.